hat schon einer die Piste hier entdeckt. Da ist sogar ein ganz großes Bild von dir drin. Blätter mal weiter, weiter, weiter. Aufwarten. Boah, ich hab sie einmal durch. Das ging schnell. Ja, wir sind von der Piste, Stadtmagazin aus Lübeck. Auch Nordlichter, wie man unser Kutte hier sehen kann. Ihr habt ja viel hier auch im Norden gedreht, ne? Wie war das für dich? Ja, ich bin immer gerne im Norden, weil ich die Leute da verstehen kann. Also einmal akustisch und dann auch irgendwie so den Humor. Ich habe das Gefühl, dass das trockene Norddeutsche, das liegt mir einfach, weil ich auch davon wegkomme, aus Hamburg. Und deshalb bin ich immer gerne im Norden, mag die Stimmung. Und ja, wir haben auch Glück gehabt mit dem Dreh, als wir da irgendwie aufs Wasser zugefahren sind. So ein perfekter Tag mit Sonnenaufgang. Da muss man natürlich genau die richtige Minute erwischen, dass die Sonne richtig steht. Das richtige Jahr. Das richtige Jahr, ja, genau. Ja, da gab es nicht viel von. Und in Haffkrug, wenn wir da auf dieses, wie heißt das schon, ein Steg und Pier dazu fahren, das ist halt wie so ein Gemälde. Ne? Das hat irgendwie unser Kameramann Frank Kriebe irgendwie perfekt eingefangen, wie alles andere auch. Und das ist, das Wasser war extrem ruhig und glatt, irgendwie ganz weich. Und es ist ein Bild. Man hat es im Trailer gesehen, ja. Absolut. Und das ist so ein Bild, was mich echt emotional berührt. Also nicht nur, weil ich weiß, was wir da spielen oder so, sondern das Bild an sich, finde ich, ist emotional. Einfach. Nächste Frage wäre gewesen, welcher Ort dir am besten gefallen hat. Aber ich glaube, das hat sich schon nicht beantwortet. Ja, das war ein toller Drehtag. Und dann aber auch, was ich in Erinnerung habe, was am extremsten war dieser Bergsee. Weil das war irgendwie, der war in so einem, da musste erst tatsächlich durch so einen Tunnel durchfahren und dann tat sich das da auch wieder, Schatz im Silbersee so ein bisschen. Sah ganz toll aus und war extrem kalt. Oh, das glaube ich ja, so ein Bergsee. Deshalb erinnere ich mich da ganz gut dran. Aber das ist ja im Süden, das zählt jetzt nicht. Das, nee, ist, genau. Das zählt jetzt nicht, genau. Du machst ja auch viele Serien, also hängt einem da so eine Rolle nochmal nach, dass alle sagen immer nur, Berti und so? Oder Wenn dann noch nicht mal den Namen richtig Berti habe ich noch nie gespielt. Ernie oder Berthold, das ist eine Frage des Respekts. Das ist, weil mein Opa hieß Berthold, der ist im Krieg gefallen. Das ist schön. Nein, also ich habe, das ist tatsächlich eine Gefahr, wenn du Serienrollen spielst, dass du dann immer auf der Rolle hängen bleibst. Das habe ich aber irgendwie, finde ich, zumindest ganz gut geschafft. Ich war erst eben Ernie aus Stromberg. Jetzt bist du Schotti, ja. Dann war ich irgendwie Dietmar aus Mord mit Aussicht für alle, Dietmar Schäfer. Dann war ich Schotti. Und jetzt so langsam begreifen die Leute, dass ich Schauspieler bin, dass es mein Beruf ist, verschiedene Sachen zu spielen. Und wenn einer immer nur den Ernie sehen will, ja, du hast auch jetzt erst begriffen, ne? Aber wenn Leute immer nur den Ernie sehen wollen, dann kann ich denen auch nicht helfen. Also mich stürzt dann nur, wenn ich einen Film mache wie 24 Wochen, der ernsten das Thema hat und der sehr tragisch ist, wenn die Leute dann immer nur an Stromberg denken, dann haben die echt ein Problem, finde ich. Also ja, mir macht das Spaß, mich zu verwandeln. Ich sehe ja immer gern unterschiedlich aus und versuche dann auch ganz bewusst, keine Ahnung, bei Schotti mit dem Schnurrbart und dem Pferdeschwanz oder jetzt drehe ich das Surferlocke. jetzt drehe ich halt was auch eine kleine Rolle bei Netflix. Ich darf seit vorgestern sagen, wie die Serie heißt, Don't Try This at Home. Und ich versuche halt, mich immer so weit optisch zu verändern, dass man nicht immer sofort denkt, ach guck mal, das ist der wieder. Ja. Und das macht Spaß. Zum Beispiel in diesem Film, wie man da sieht, sehe ich wahnsinnig gut aus. Meine Mutter hat gesagt, das war die... Zieh das doch mal zu Hause. Endlich mal eine gute Frisur. So hast du noch nie ausgesehen. Und das ist auch schön, wenn Mutti da auch mal... Genau, ja. Weil die ist, meistens denkst du, sie sah ja wieder furchtbar aus, wie du da zurechtgemacht warst. Und was macht mehr Spaß, Serien oder Filme? Ach, das ist schwer zu sagen. Ich finde, Tatortreiniger macht nach wie vor total Laune. Wir haben schon gehört, vier neue Folgen, ja, kommen im Dezember. Ich glaube, irgendwie ab 19. oder irgendwie sowas. Oh, habe ich gehört. Die sind auch sehr, sehr schön geworden, kann ich selber sagen, mit gutem Gewissen. Und das ist sowieso das Tolle, dass ich gerade unterwegs bin hier für den Kinofilm und Werbung mache und merke irgendwie, dass ich Sachen bewerbe, die ich selber toll finde. Und das ist immer das Schönste. Wie schlimm das sein muss, wenn ich jetzt irgendwas spielen würde, was ich selber total furchtbar finde und muss dann trotzdem Werbung machen. Und das ist aber jetzt gerade sehr angenehm, weil ich finde den Film super und ich finde den Tatortreiniger super und alles andere, was ich mache, finde ich gerade auch ganz gut. Wonach suchst du dir die Rollen denn aus? Nur noch Geld. Ich hoffe immer, dass ich ganz viel kriege. Nee, da müssen wir noch ein bisschen was reinspielen hier. In erster Linie ist es das Drehbuch. Also ich kriege das Buch und wenn ich damit was anfangen kann, mich irgendwas daran interessiert, dann ist der zweite Schritt, wer spielt da mit und wer macht das? Wer inszeniert das? Und das Ausschlaggebendste ist das Drehbuch.
Und da war hier das Buch von Oliver Ziegenbalg schon so eine geile Vorlage, dass ich gedacht habe, ja, das könnte echt toll werden. Und dann ist noch wichtig, wer den Bruder spielt. Ja. Also wenn das jetzt irgendwie eine Flachzange gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob ich mitgespielt hätte. Und jetzt habe dann eben gehört, als die Phase war, sich zu entscheiden, dass Lars Eidinger liest das Buch und dass der dann auch gesagt hat, aber wenn Bjarne das macht, dann bin ich dabei. Also das war für uns beide, glaube ich, gleich. Wir haben uns beide aufeinander gefreut und es war für uns beide eine Auszeichnung, mit dem anderen arbeiten zu dürfen. Und seid ihr beide denn vorher schon mal Mofa gefahren? Wir haben hier einen stehen. Also Lars ist tatsächlich Mofa gefahren. Ich bin 80er gefahren gleich. Ich habe gleich ein bisschen schneller angefangen. Und wir haben aber beide einen Motorradführerschein und haben beide total Spaß zu fahren. Vor allen Dingen ohne Helm zu fahren. Was ja in Deutschland verboten ist. Das ist ja nicht erlaubt, deswegen... Ohne Helm? Nicht zu Hause nachmachen, sowas. Aber für uns wurden ja mehrere Bundesländer abgesperrt, ja. Großflächig. Also der ganze Schwarzwald war mehrere Tage komplett gesperrt. Das ist das. Und wir konnten dann hinfahren, wo wir wollten. Das ist halt das Tolle bei so einer Produktion. Da ist einfach die Kohle da, mal so ein Bundesland komplett zu sperren. Sowas haben wir in ganz klein hier in Lübeck. Ach, die Pisse, komm, mach mal. Ja, ihr habt ja auch diesen Ruf, dass ihr komplett Straßen sperren lasst. Oder dass Straßen gesperrt werden, nachdem wir da waren. Genau. Genau. Oder den kompletten Strand habe ich auch mal. Da habt ihr auch mal was gemacht, glaube ich, ne? Am Strand. Da haben wir schon öfter was gemacht. Ja, hier mit Bulli. Genau, mit Bulli und Til Schweiger und so weiter und so fort. Jetzt lass uns doch mal bei dem Film bleiben. Genau, hier, 25 Kilometer. Seid ihr echt immer nur so lahm gefahren? Nein. Jetzt dreh dich doch mal so, dass wir das Bild wieder im Hintergrund haben. Ja, das ist viel schöner. Das ist aber so hell. Man sieht ja. Endlich ist das ein schönes Bild geworden. Wir brauchten am Schluss für die Verfolgungsjagd ein bisschen mehr Power. Sonst hätte Wotan uns gekriegt. Und deshalb war die Zündab dann irgendwann ein bisschen schneller. Und das hat irgendwie aber Lars total genervt. Also hat er an seiner Puch ein bisschen schrauben lassen, dass er auch schneller wird. Und das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen. Hab dann wiederum an der Zündab, also der Mofa-Olli, unser Mofa-Wrangler, der das immer machen musste, der hat die dann immer entsprechend frisiert. Und es war da auch so ein bisschen das Brüderding. Wir wollten beide natürlich der Schnellste sein. Und ich weiß nicht, wie schnell wir am Ende waren, aber irgendwas so zwischen 80 und 100 sind wir, glaube ich, dann. Das ist ja schon. Und wer hat gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Also nicht du. Nee, mir war das dann immer egal. Hauptsache irgendwie, der Film wird gut. Das ist das Wichtigste. Ja, ich habe auf deinem Instagram gesehen, du hattest diesen Sommer ein bisschen Probleme mit den Kaffeemenschen in Deutschland. Und Nein! Nein! Nein, nein, Pauli, das machst du nicht, das ist meine Idee. Nee, aber ich habe eine super Idee, das machen wir jetzt. Komm noch mit dazu hier. Was war dein Lieblingsname von den Kaffeeherstellern auf deinem Becher? Bjarne? Bjana? Jane? Piane? Ich fand Piane sehr schön. Oder Birne? Ich fand Birne am lustigsten. Birne. Aber wer hört da Birne raus? Na, mache ich das auch nicht mehr, weil ich gehört habe, dass sie das absichtlich machen. Ach so, ja, dann ist das bei gut. Diesem Kaffeeladen, dessen Namen ich auch gar nicht mehr erwähnen möchte. Aber die haben, die machen das extra, damit man dann eben solche Bilder macht. Das ist dann umsonst Werbung. Ach, das auf Instagram für die. Das ist total Marketing. Die freuen sich. So läuft das ab. Ja. Und ich bin auch dagegen. Ich finde, wer keine Zeit hat, den Kaffee in Ruhe im Sitzen zu trinken, der hat ihn nicht verdient, ist meine Meinung. Korrekt. Ne? Oh ja. Doch, jetzt mal ohne Scheiß. Es werden in Deutschland pro Stunde 500.000 Becher verbraucht. Und wir reden immer davon, dass wir irgendwie besser sind als die Amis und so, was die Umwelt angeht. Wir müssen damit aufhören. Also auch wenn das jetzt die Becher versucht werden, besser zu machen, aber es macht gar keinen Sinn, ständig mit dem Kaffee durch die Gegend zu laufen. Man hat ja auch gar nicht die Hand frei, weil man ja immer mit dem Handy unterwegs ist. Man kann ja nicht gleichzeitig filmen, instern und noch Kaffee trinken. Also deshalb hört auf damit. Ich kann das. Trink Kaffee zu Hause. Genau. Oder Tee. Trink doch mal einen Tee. Ja. Oder einen Grog. Oder einen schönen Grog. So, okay. Dann nochmal letzte Frage. Was ist deine Lieblingsszene aus dem Film? Oh Gott, worauf können wir gleich gespannt sein? Okay, Spannung erzeugen auf die Sexszene mit Franka. Oh. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Okay. Ja, wir haben auch gehört schon hinten, wie du bist hier in Hamburg noch unterwegs auf der Theaterbühne.
Ja, am 28.11. Im Schauspielhaus. Am 28.11. Ein Stück von Ingrid Lausen, die auch den Tatortreiniger schreibt. Also entsprechend lustige, ja, gute Texte. Ja. Da sind wir mal gespannt. Der Lars Eidinger ist heute Abend auf der Theaterbühne im Thalia und spielt da Hedda Gabler. Deshalb kann er jetzt nicht hier sein und kommt aber, soweit ich gehört habe, später auch noch während mal nach Films Lübeck. Kommt er her, ja. Verrückt. Wobei ihr das erst morgen seht, also von daher war er gestern nicht hier und kam gestern erst später. Das kann also völlig egal sein. Ja. Genau, also gleich. Also ihr seht es gleich, aber er kam gestern erst hier. Wenn ihr jetzt kommt, dann ist er schon weg. Der war schon da. Was? Oder? Ja. Ja. Dann vielen Dank, Piano. Sehr gerne. Ja. Wir freuen uns auf den Film. Ja, viel Spaß, kann ich nur sagen. Danke. Den werdet ihr haben, glaube ich. Dir weiterhin noch viel Erfolg mit tollen Rollen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Darfst du noch einen aussuchen? Tschüss. Ich nehme die Birne. Die Birne. Kannst du denn hier so für nachher... Damit das ist wie in dieser Fernsehsendung von früher, Tutti Frutti oder was. Achso. Ich nehme die Mandarine. Die Birne ist weg. Da ist die Birne. Da ist die Birne. Ich nehme die Birne. Tschüss. Ich nehme die Birne. Tschüss.